Das heißt, Moment, ich muss gerade der Aufzeichnung zustimmen. Das heißt, das wird jetzt ein Vortrag ohne Präsentation und ohne Zahlen. Aber dadurch, dass wir so wenige sind, können wir, glaube ich, auch gut miteinander kommunizieren. Aber wir werden deswegen etwas kürzer machen, so 20, 25 Minuten und dann weitere Teile, wenn gewünscht, dann in der Diskussion einbringen. Ich würde vorschlagen, wir benutzen den Chat, um jetzt einmal miteinander zu reden, weil wir uns nicht alle sehen gegenseitig. Und ich sehe schon, ein paar haben schon geschrieben, welche Social Media sie verwenden. Es dreht sich in dem Vortrag um Medien, um Medienkrise und diesen Medienwandel, was das mit unserer Gesellschaft und Demokratie macht, was man dagegen machen könnte und was es auch mit uns selber macht. Und mir fällt es tatsächlich jetzt gerade besonders wieder auf, dass ich das, was in dem Buch Change the Game, das ist der Titel des Vortrags, das ist vor 2 Jahren rausgekommen, was da drinnen steht, hat sich seither einfach extrem verschärft. Und mir fällt es jetzt extrem auf anhand der Corona-Verschwörungstheorien, die mir jeden Tag so unterkommen. Mir schreiben wahnsinnig viele Leute mit echter Besorgnis ganz absurde Dinge. Und zwar Leute, von denen ich bis vor ganz kurzem noch dachte, dass sie nicht anfällig wären für solche Sachen, wie sie mir dann schreiben. Vielleicht schreibt ihr mal auch kurz in den Chat, um mal zu schauen, ob das funktioniert mit dem Chat. Habt ihr schon persönlich Kontakt gehabt mit Leuten, die mit Corona-Verschwörungen oder mit seltsamen Theorien rund um Corona auf euch zugekommen sind? Ja oder nein? Vielleicht schreibt jeder mal nur Ja oder Nein rein. Und dann sehe ich nämlich, ob ihr alle, wer alle da ist und wer alle mit. Ja, oh, alle. Ja, so geht es mir auch. Und tatsächlich melden sich bei uns, warte mal, ich schaue jetzt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, die jetzt mitgemacht haben. Sind es alle, die dabei sind gerade? Sind noch zwei weitere dazugekommen, fast alle, ja. So Okay, nahezu also alle. wir können alle mittippen, weil wenn wir eh so wenige sind, dann können wir ja gut miteinander reden, sogar über Zoom. Es melden sich bei mir die ganze Zeit Leute mit, die ernsthaft besorgt sind. Also die zum Beispiel diese Theorie verfolgen, dass 5G den Coronavirus losgetreten hat und dass jetzt, wo 5G in Österreich startet, wir alle in größter Gefahr sind und die sich fragen, warum tut da niemand was dagegen? Wie gibt es das, dass es nicht berichtet wird? Fragt, warum sagt, warum macht sie da nichts dazu? Werdet sie unter Druck gesetzt oder steckt sie auch mit denen unter einer Decke? Und die sind teilweise also wirklich ganz, ganz ernsthaft, wirklich verunsichert, wirklich verängstigt. Und es ist sehr schwierig, ihnen zu erklären, dass sie da einer Lüge aufgesessen sind oder einer total aufgeblasenen Kleinigkeit, die nicht so ist, wie sie es glauben. Wenn man nachfragt, woher sie das haben, dann sind es immer die drei gleichen Quellen. Es ist entweder, also meistens fängt es an mit einer WhatsApp-Message, die sie in einem Bekanntenkreis bekommen haben, die sie auf ein YouTube-Video geleitet hat. Und dann sind sie in ein Loch von YouTube-Videos geraten, wo eines dann ärger als das andere ist und die alle hintereinander noch ärgere und noch ärgere Theorien verbreiten darüber, wo dieser Virus herkommt, wer ihn losgetreten hat. Und erstaunlich schnell sind Leuten dann von bei den ganz absurden Theorien, wie zum Beispiel dieser ganzen Welt von Q, hat sich schon jemand mit Q auseinandergesetzt? Vielleicht schreibt es rein, wer gar nicht weiß, was ich meine mit Q, dann erkläre ich es kurz. Wenn das alle wissen, dann rede ich weiter. Ah, keine Ahnung. Das ist so eine komische Theorie, dass es einen, quasi einen Maulwurf im Weißen Haus gäbe, der aufdeckt, dass es in den USA einen Deep State gibt. Und im Endeffekt gipfelt das Ganze darin, dass Kinder in Kellern gehalten werden, von denen sich die US-Elite eine Vorstufe von Adrenalin abzapft und damit unsterblich werden will. Also eine wirklich extrem absurde, weit hergeholte Theorie, auf die viele Leute reinkippen, von denen ich es persönlich zum Beispiel nie erwartet hätte. Ihr könnt auch mal schauen auf den Demos, die in Deutschland, in Österreich jetzt weniger, aber auch in Österreich habe ich es gesehen. Diese Anti-Corona- oder diese Corona-Skeptiker-Demos, da gibt es immer wieder Leute, die halten Schilder in die Höhe, wo ein großes W drauf ist, Q. Das kommt daher. Ich bereue es fast, dass ich es gesagt habe, weil ihr werdet es jetzt alle googeln und dann müsst ihr auch alle in diese Welt einsteigen und es ist keine schöne Welt. Also ihr müsst es nicht googeln, man muss es nicht wissen. Ich habe es nur als Beispiel genannt, über wie absurd die Theorien werden. Das war so ähnlich auch schon in den letzten Jahren. Und auch da ist mir immer wieder aufgefallen, dass Leute
absurde Theorien, totale Lügen, Verschwörungstheorien glauben, sehr oft antisemitische, sehr oft rassistische und überzeugt davon sind, dass es die Wahrheit sind. Ich erzähle vielleicht kurz den Anlass, wie, aus dem dieses Buch entstanden ist oder warum wir dann beschlossen haben, wir müssen dem näher auf die Schliche kommen, was da los ist bei Facebook und Google vor allem, also diesen zwei Konzernen, die, dass so viele Leute plötzlich so Blödsinn glauben. Und das war jetzt schon vor ein paar Jahren im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Die meisten erinnern sich wahrscheinlich daran. Ich weiß nicht, wie jung ihr seid, aber die meisten wissen noch, das war so eine angespannte Situation in diesem Sommer 2016. Es war Van der Bellen gegen Norbert Hofer. Und es war wahnsinnig schwierig, Fernsehsendungen zu machen, weil immer die Hälfte des Landes auf einen sauer war, wenn sie geglaubt haben, man hat dann dabei der Adapt, wie man in eine Richtung mehr schaut als in die andere. Und in dieser angespannten Situation habe ich damals einmal eine Facebook-Nachricht bekommen von jemandem, der mir eine ganz üble Drohnachricht geschrieben hat. Also der hat gesagt, er wünscht mir, dass ich von einer Gruppe Nigerianer vergewaltigt werden möge und dabei sterben möge, weil wir eine Nachricht unterdrücken würden. Und zwar hat der geschrieben, es wäre am Bahnhof in Floridsdorf, also in Wien, eine Frau vergewaltigt worden, die von Nigerianern. Und es gäbe darüber eine Nachrichtensperre. Die Polizei würde nichts rausgeben, die Medien hätten sich abgemacht, nicht darüber zu berichten, weil das rassistisch sei und deswegen wird das verschwiegen. Und der hat sich so darüber aufgeregt, dass er mir diese ganz, ganz üble Nachricht geschrieben hat. Und ich war damals also echt so wirklich sauer dann, in dem Moment, wo ich es bekommen habe und habe zurückgeschrieben und gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein, mir sowas zu schreiben? Dann hat er zuerst einmal sich fürchterlich entschuldigt, weil diese Leute denken nie, dass wirklich jemand liest, was sie schreiben. Die sind dann immer total geschockt, das erlebe ich immer wieder. Und hat aber darauf bestanden, dass das stattgefunden hat und wir das verschweigen würden. Und ich habe das danach geprüft und habe es einfach nirgends gefunden, habe mit der Polizei telefoniert und habe ihm dann geschrieben, es tut mir leid, Sie sind am Holzweg, das hat einfach nicht stattgefunden. Und er hat gesagt, doch, er weiß es. Und dann hat sich so hochgeschaukelt, dass ich gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt ins Auto und ich fahre jetzt zu Ihnen, schicken Sie mir Ihre Adresse und Sie zeigen mir auf dem Computer, wo Sie das gesehen haben. Und dann überprüfen wir es gemeinsam und wenn es stattgefunden hat, dann werde ich dir nachgehen und berichten. Und wenn nicht, dann werden Sie überlegen, woher Sie Informationen beziehen. Und das war dann ein recht interessanter Besuch, so ein bisschen wahnsinnig vielleicht, aber es war sehr interessant, weil ich bin dann in so einem Reihenhaus, gar nicht weit von wo ich wohne, über der Donau in Wien gelandet, mit so einem Riegel von einem Mann, also echt so ein 2-Meter-Typ, der mir da aufgemacht hat, der hat gerade Gipsbein gehabt, deswegen ist er den ganzen Tag vor Facebook gesessen. Und der hat mir nachher seinen Facebook-Feed und es war meistens verknüpft mit Kriminalität und Ausländern. Eine Messestecherei, jemand, der niedergeschlagen worden ist, eine Vergewaltigung, eine Invasion, irgendwelche Berichte von geköpften Menschen irgendwo auf der Welt. Und es war wirklich so, dass ich nach 10 Minuten, es hat ewig gebraucht, weil er hat Kilometer gescrollt. Das war richtig erschreckend, Nachrichten. Und es war meistens verbeten und Ausländern. Eine Messerschädigung, eine Invasion in der Welt. Und es war wirklich so, dass ich nach 10 Minuten, es hat ewig gebraucht, weil er hat die Nachricht gekommen und die war ganz simpel eine Fälschung. Es war ein Screenshot von einem Artikel, der lustigerweise, weil er hat ja gesagt, Medien berichten nicht darüber. Seine Quelle war ein Screenshot von einem Artikel, allerdings nicht aus Wien, sondern aus einer deutschen Stadt und aus einer, also Monate zurückliegend, die jemand in einer Gruppe gepostet hat mit dem Zusatz, dass das in Österreich passiert sei. Das war sehr schnell rauszufinden mit wenigen Googlen und der war dann ganz schockiert. Er hat gesagt, na, aber er vertraut dieser Frau, die das geschrieben hat, er kennt die. Und auch als wir sie gegoogelt haben und ihr Bild dann in die umgekehrte Bildersuche eingegeben haben, sind wir drauf gekommen, okay, das kommt von einer russischen Dating-Website, wie sehr viele dieser Fake-Profile, und die Frau existiert in Wirklichkeit nicht. Und das war also sowohl für ihn, glaube ich, als auch für mich ein sehr erhellendes Ereignis, weil ich bin zum ersten Mal eingetaucht in einen völlig fremden Facebook-Feed. Und er hat einfach gemerkt, dass er einem völligen Blödsinn aufgesessen ist und sich selber schon in einer Welt befunden hat,
die für ihn schädlich war, weil er falsche Informationen weiterverbreitet hat und ihn so weit getrieben hat, dass er jemanden gedroht hat, also mir. Ich habe ihn dann nochmal kontaktiert vor 2 Jahren, als das Buch rausgekommen ist. Da hat er gesagt, er hat danach Facebook abgedreht, weil er versucht, das klarzustellen und ist daraufhin so beschimpft worden von den Leuten in dieser Gruppe und in seinem Facebook-Umfeld, dass er Facebook dann gelöscht hat und seine Frau hat dann geschrieben, hat dann gesagt, sie ist mir sehr dankbar dafür, weil er ist ein viel umgänglicherer Mensch geworden, seit er da wieder rausgegangen ist. Das war sozusagen das gute Ergebnis daraus. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich mir genauer dann angeschaut habe, was sind das für Unternehmen? Was stecken für Interessen dahinter, dass Menschen mit so viel Hass, mit so viel Lügen versorgt werden, dass tatsächlich sie in einer Parallelrealität leben? Da möchte ich mal einen kurzen Punkt machen und euch kurz sagen, welche Punkte ich vorhabe jetzt in den nächsten 20 Minuten. Das geht sich aus, glaube ich, ja? 15 bis 20 Minuten. Nämlich erstens, wer sind diese Unternehmen? Zweitens, warum sind sie so mächtig? Drittens, warum finde ich, dass sie reguliert gehören? Und viertens, was könnte man tun? Einerseits auf der politischen Ebene, andererseits aber auch auf der persönlichen, um dieser meiner Meinung nach tatsächlich demokratiezersetzenden und gesellschaftszersetzenden Wirkung zu entgehen. Eine Diskussion, die jetzt auch in den USA gerade rund um Black Lives Matter zum Beispiel sehr, sehr stark geführt wird. Schauen wir uns erst einmal an, wer diese Unternehmen sind. Das ist natürlich blöd, dass ich meine Präsentation nicht habe. Ich hoffe, eure Konzentration ist noch genug da. Also konzentriert euch kurz. Ich mache es mit wenig Zahlen. Es hat vor wenigen Jahren, wenn man sich angeschaut hat, wer die größten Unternehmen der Welt sind, da waren es Ölfirmen. Und ein paar Jahre später waren es Finanzfirmen, Banken und so weiter. Wenn man sich jetzt ansieht, wer die größten Unternehmen der Welt sind nach Marktkapitalisierung, dann sind das Tech-Firmen, die von Daten leben. Ja, jetzt war ich kurz weg, bin wieder da. Hören mich alle noch? Schreibt mal kurz ein Ja, wenn es noch Alles gut, funktioniert. wir hören Ja, dich. passt. Es war nämlich kurz ein Aussetzer. Okay, super, danke. Jetzt sind die größten Firmen der Welt, sind jetzt Firmen, die mit Daten arbeiten oder auf jeden Fall Tech-Firmen. Da ist dabei Amazon, Monopol im Onlinehandel, da ist dabei Apple, da ist dabei Facebook, das gemeinsam mit WhatsApp und Instagram quasi ein Monopol in sozialen Medien hat. Da ist dabei Google, das mit YouTube ebenfalls ein riesiges Medium betreibt und ein Monopol in den Suchmaschinen hat, ein fast Monopol im Video im Internet. Und Microsoft, das sind die, die jetzt nicht so richtig reinfallen in meinen Vortrag. Ich möchte zwei rausgreifen, das ist Facebook und Google. Diese zwei Unternehmen sind gigantisch groß. Sie gehören jeweils den Gründern. Also Facebook gehört zu einem großen Teil Mark Zuckerberg. Er hat aber auf jeden Fall mehr als 50% der Stimmrechte. Er hat zwar Aktien verkauft, aber auf eine Art, die es den Aktionären nicht ermöglicht, wirklich mitzustimmen, sondern mehr als 50% der Stimmrechte gehören diesen einen Menschen alleine, Mark Zuckerberg, bestimmt über dieses Imperium. Und ähnlich ist es bei Google. Da sind die zwei Gründer, ebenfalls haben die Stimmenmehrheit. Die haben auch Aktien verkauft, haben auch Leute reingenommen, aber sie haben die Mehrheit und bestimmen quasi alleine oder können alleine bestimmen, was mit diesen Unternehmen passiert. Warum sind die so mächtig geworden? Es gibt im Internet so einen Effekt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das gestern bei Big Data auch ein Thema, Netzwerkeffekte. Das heißt, wenn jemand ein soziales Medium hat, Facebook zum Beispiel, und dort die meisten drauf sind, dann gibt es einen Punkt, wo dann alle drauf sind, weil es hat einfach keinen Sinn, auf einem anderen Medium zu sein, wo nicht alle drauf sind. Also Facebook, Instagram, WhatsApp gemeinsam haben dadurch fast ein Monopol aufgebaut. Wenn viele dort sind, hat man mehr Daten. Wenn man mehr Daten hat, ist man besser als die anderen. Und dann gibt es einen Zack, einen Punkt, da ist man so viel besser als die anderen und es ist so viel mehr dort, dass es keinen Sinn mehr hat, ein anderes zu haben. Das ist in sehr, sehr vielen Ländern der Welt so. Also zum Beispiel in Deutschland gab es ja StudiVZ, ist einfach weggewischt worden von Facebook. In manchen Ländern ist es nicht so, zum Beispiel in Russland, aber das ist eigentlich so eine der Ausnahmen. Und natürlich in China, weil China hat Facebook einfach verboten. Bei Google ist es ähnlich, bei der Suchmaschine. Eine Suchmaschine, die von vielen benutzt wird, hat mehr Daten
und wenn sie mehr Daten hat, dann ist sie besser und dann hat es keinen Sinn mehr, eine andere Suchmaschine zu verwenden. Ich habe das eine Zeit lang, besonders nachdem ich dieses Buch geschrieben habe, wirklich versucht und habe sehr lange Quant zum Beispiel verwendet, eine französische Suchmaschine, wo die Leute in Korsika sitzen mit ihren Büros. Da denke ich mir, super, das muss man doch unterstützen. Aber tatsächlich ist Google besser. Sie haben einfach mehr Daten, sie haben mehr User, mehr Suchanfragen und damit ist es die bessere Suchmaschine. Ebenso ist es auf der Videoplattform YouTube. Das heißt, es sind natürliche Monopole. Natürliche Monopole gibt es viele, also zum Beispiel Eisenbahnschienen ist so ein natürliches Monopol. Es hat keinen Sinn, ein zweites Eisenbahnnetz zu bauen, wenn schon eines da ist. Oder wenn eine Brücke über einen Fluss geht, hat es keinen Sinn, eine daneben zu bauen, sondern da benutzen alle die eine Brücke. Und solche natürlichen Monopole sind im Internet eben auch entstanden. Bei Google und bei Facebook kommt dazu zu vielen anderen Problemen, die sie haben, dass sie Medienunternehmen sind. Jetzt haben Medienunternehmen eine ganz besondere Funktion in einer Gesellschaft und in einer Demokratie, weil das sind die Drehscheiben für Information. Ohne Medien funktioniert eine Gesellschaft nicht, wenn sie über ein Dorf mal hinausgeht. Also wenn man sich nicht beim Stammtisch treffen kann, dann braucht es irgendeine Art von Medien. Und neue Medien ziehen immer ganz arge Disruptionen nach sich. Das ist nicht erst jetzt so mit sozialen Medien. Das war schon früher so, als der Buchdruck erfunden wurde. Hat nicht zuletzt wegen des Buchdruckes, da haben Dinge stattgefunden, wie zum Beispiel die Hexenverbrennungen, die man ja eigentlich also so im Mittelalter ansiedelt, wenn man so Hexenverbrennung denkt, dann sagt man, ah, Mittelalter, war aber nicht Mittelalter, sondern der Höhepunkt war im 17. und 18. Jahrhundert. Und warum die gerade so im deutschsprachigen Raum so verbreitet waren, war, dass man Flugblätter drucken konnte, auf die man Personen verleumden konnte. Und das war wahnsinnig schwer zu bekämpfen. Wenn jemand mal als Hexe verleumdet war, dann war das einfach nicht mehr einzuholen. Oder im 30-jährigen Krieg zum Beispiel haben Druck, die Möglichkeit, diese Zeitungen zu machen, hat dazu geführt, dass übrigens ganz ähnliche Dinge wie jetzt, also Verleumdungen gegenüber anderen Religionsgruppen, so überhand genommen haben und die wildesten Geschichten über die andere Religion jeweils, dass dieser Krieg so lange und so blutig und so fürchterlich war. Ebenso beim Wechsel von Print oder beim Dazukommen von Radio und Fernsehen. Radio und Fernsehen, besonders Radio am Anfang, dann auch Fernsehen, waren die Medien des Faschismus. Also diese Möglichkeit, mit einer Stimme in jeder Küche, in jedem Volksempfänger drinnen zu sein, eine Rede überall hin zu verbreiten und das Monopol darauf zu haben, was da reinkommt, diese Wirkmächtigkeit von Fernsehen dann, das so emotionales, ein so ein emotionales Medium ist, auch das hat also was weitergedreht. Und das beides hat Regulierung nach sich gezogen. Deswegen haben wir Mediengesetze, deswegen gibt es öffentlich-rechtliches Fernsehen und sehr strenge Regeln für privates Fernsehen. Und jetzt kommt eben so eine neue Mediengeneration. Und diese Medienunternehmen sagen sogar, sie sind gar keine. Aber es ist ganz eindeutig, dass sie welche sind, weil sie stellen ja zusammen, was sie sehen. Muss ich noch mal schauen, auf welchen Medien ihr so seid, auf welchen sozialen Medien. Das sind lauter Ja's, Facebook, Snapchat, Instagram. Christian ist überall drauf. Sehr passiv. Ja, aber die meisten sind irgendwo im Facebook-Universum. Bis auf einer, die sagt gar nicht. Ich finde jetzt Elisabeth Eigner, sagt gar keine. Ja. Beruflich bedingt. Ja, ich auch natürlich beruflich bedingt, klar. Aber es ist ja auch so, man kommt ihnen ja nicht aus. Es sind ja eben Monopole. Jetzt hat jedes Medium quasi so einen Herausgeber. Deswegen gibt es auch Herausgeberverantwortung. Der entscheidet oder die entscheidet oder ein Kollektiv, das entscheidet, was spielen wir da rein? Was kommt auf die Titelseite, also jetzt in einem Printmedium, was kommt in die Kommentarspalte, welche Nachricht geben wir rein, welche geben wir nicht rein? Das macht auch Facebook so in der Timeline. Die suchen natürlich auch aus, was sieht man, wenn man es aufmacht und was nicht. Weil niemand sieht ja alles, was alle Freunde machen auf Facebook. Und genauso ist es bei YouTube. Da sucht man was und YouTube schlägt einem etwas vor, hat dazu noch Autoplay, das heißt meistens kommt direkt danach, wenn man es nicht aktiv ausschaltet, ein weiteres Video und daneben kommen Recommendations, also Empfehlungen für weitere Videos. Und der Mechanismus, nach dem das ausgesucht wird, ist bei beiden Unternehmen einfach nur Werbegeld.
was sie verkaufen, beide, das sind die größten Unternehmen der Welt, aber beide sind werbefinanziert. Auch Google macht, obwohl es so viele Dinge macht, von selbstfahrenden Autos bis zu riesengroßen Medizinforschungen und Weltraumfahrten, macht das Geld mit Werbung. Und Facebook ebenfalls. Große Werbeunternehmen. Das heißt, die leben davon, von unseren zwei Augen auf dem kleinen Screen, dass die dort bleiben. Und danach suchen sie aus, was wir sehen. Und das hat sich herausgestellt, das machen Algorithmen, also Programme, die lernen, was Leute länger dranhält. Was sie dazu bringt, auch tatsächlich eine Aktion zu setzen, also zu klicken oder etwas zu teilen oder auf Gefällt mir zu drücken oder sogar zu kommentieren. Weil dann bleiben sie natürlich noch länger, weil sie auf weitere Reaktionen warten und was sie dazu bringt, auch zu posten. Und diese Algorithmen haben gelernt, dass zwei Dinge besonders gut funktionieren. Das ist Hass und das sind Lügen. Beide deshalb, weil sie stark emotionalisieren. Und zwar sowohl die, die dem folgen, also die den gleichen Hass dann entwickeln, als auch die, die dagegen auftreten. Aber auf beiden Seiten weckt es Emotionen. Und Emotionen führen dazu, dass man länger dranbleibt. Und länger dranbleiben heißt mehr Kohle. Dazu kommt, dass die beide mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Beide sitzen, ich weiß nicht, war schon mal jemand in Palo Alto oder dort im Silicon Valley? Weil Google und Facebook sind einfach Nachbarn. Die sind wirklich direkt nebeneinander. Das ist ganz absurd, das ist Apple, das ist auch direkt daneben. Dass diese riesigen Unternehmen auf einem ganz winzigen, in einer Kleinstadt quasi im selben Grätzl sitzen mit der Stanford University, große, sehr, sehr gute Universität. Und die arbeiten dort mit den besten Psychologinnen und Psychologen der Welt in Labs daran, wie man das noch weiter vorantreiben kann. Also wie man diese Kunden, die unsere zwei Augen auf diesem Screen sind, noch weiter vervielfältigen kann. Und nützen dazu Mechanismen, denen unser Hirn einfach nicht gewachsen ist. Unser Hirn ist recht simpel. Das ist darauf ausgerichtet, auf echte Kommunikation mit echten Menschen, die man so trifft in Wirklichkeit und ist nicht darauf ausgerichtet, auf diese schnellen Reaktionen, die man bekommt, auf den Suchtfaktor, den es auch entwickelt, wenn man viele Reaktionen auf etwas bekommt, was man tut, auf das schnelle Nachschauen, darauf ist das Hirn einfach nicht ausgerichtet. Es ist dafür gemacht, dass man soziale Kontakte pflegt, dass man sich in einer Gruppe bewegt und so weiter. Also lauter tolle Funktionen des Hirns, aber es ist einfach sehr, sehr leicht zu hacken. Es ist leicht herauszufinden, also leicht herauszufinden vielleicht nicht, weil da steckt schon viel Wissenschaft drin, aber es ist dann relativ einfach, diese Mechanismen dazu zu nutzen, Menschen dazu zu bringen, auf den sozialen Netzwerken zu bleiben und dort auch zu posten. Nochmal unheimlicher wird es, wenn man sich vor Augen führt, in welcher Dimension das funktioniert. Facebook hat Milliarden Nutzer auf der Welt. Über 2 Milliarden Menschen schauen da regelmäßig drauf. Und für sehr, sehr viele, in vielen Ländern für die Mehrheit, ist es die Newsquelle Nummer 1. Soziale Medien sind auch in mehreren europäischen Ländern die Informationsquelle Nummer 1. Also vor allem in solchen, vor allem in osteuropäischen Ländern oder in Griechenland, wo die klassischen Medien in Misskredit gekommen bin, keine gute Arbeit gemacht haben und so weiter. Dort sind soziale Medien Infoquelle Nummer 1. In Österreich nicht, in Deutschland auch nicht, aber auch im Aufholen. Und wenn man sich ansieht, welche Macht Facebook da in der Hand hat, dann finde ich, dann ist das schon, man muss sich das vor Augen führen. Die haben eine künstliche Intelligenz, die darauf spezialisiert ist, dass sie die Emotionen von Menschen verfolgt. Also in Echtzeit zu schauen, wie die Menschen sich fühlen, die da dran sind. Dafür haben sie die verschiedensten Mechanismen entwickelt und Experimente gestartet, seit Jahren jetzt schon, verwenden also Textanalyse und Bildanalyse und die Analyse von wo die Maus genau ist und wo man sich sonst im Internet bewegt. Facebook trackt ja alles, was man im Internet macht, Google ebenso. Sogar wenn man nicht eingeloggt ist, sogar wenn man nicht mal Mitglied ist, hat man ein Schattenprofil. Und von all diesen Menschen trackt Facebook ihren Gemütszustand und kontrolliert zugleich den Input, also das, was man ihnen reinspielt. Und überprüft die ganze Zeit, mit welchem Input rufe ich welchen Gemütszustand hervor. Das ist die Art der künstlichen Intelligenz, in der Facebook ganz weit vorne ist.
Was wir übrigens wissen, weil der künstliche Intelligenzmensch von Google das so anprangert, der halt quasi gegenüber sitzt und das nicht gut findet und darüber schreibt, und deswegen wissen wir das überhaupt, weil sonst weiß man sehr wenig, was Facebook macht eigentlich. Aber die sind auf so engem Raum, und wenn sie sich gegenseitig kritisieren, dann erfährt man das. Das heißt also, das ist eine unglaubliche Machtmaschine. Jetzt kann man eigentlich nur froh sein, dass Mark Zuckerberg kein übler Diktator ist, der diese Maschine in der Hand hat, sondern im Prinzip jetzt kein böswilliger Mensch, aber er ist halt jemand, der halt Geld machen will. Und das meiste Geld machen Hass und machen Lügen. Und ebenso ist es bei Google und YouTube. Das meiste Geld machen Hass und Lügen. Und deswegen ist es auch bei YouTube so, dass wenn man, ihr könnt es ja mal probieren, gebt irgendwas ein. Und sucht euch unter den Ergebnissen das erste raus, was so ein bisschen schräg klingt oder nach Verschwörungstheorie. Wenn ihr das einmal angeklickt habt, dann landet ihr in einem Strudel, wo man in kürzester Zeit dabei ist, dass die Erde flach ist. Ich schwöre euch, ihr kommt auf die flache Erde. Man landet bei den Flache-Erde-Theoretikern, auch wenn das noch so absurd ist. Und es sind so viele, dass es große Kongresse gibt von Leuten, die sagen, die Erde ist flach. Ich glaube, das gibt es ja nicht. Warum machen die das? Es ist doch offensichtlich, dass die Erde nicht flach ist. Aber alle haben es aus YouTube, weil YouTube damit Geld verdient. Das hat, ich schaue gerade kurz auf die Uhr, das hat üble Folgen für Gesellschaften, wenn die Hauptinformationsquelle eine ist, die Hass und Lügen promotet und die so stark emotionsgetrieben ist. Man merkt also an der Vielzahl von Corona-Verschwörungstheorien zum Beispiel, ich glaube, alle haben gesagt, ja, sie haben, ich weiß es nicht, beziehungsweise, so, ja, ich glaube, alle haben gesagt, sie waren schon konfrontiert. Man merkt schon daran, wie, wenn man mit solchen Leuten spricht, und wahrscheinlich wart sie auch konfrontiert mit welchen, merkt man, wie schnell es geht, dass Leute verunsichert sind. Es muss noch gar nicht sein, dass sie jetzt völlig überzeugt von was anderem sind, aber es gibt so einen Punkt, wo man verunsichert wird und wo man sich denkt, so Moment, vielleicht stimmt das alles nicht, was ich da höre von der Regierung und den Medien und so weiter. Warum sagen die alle dasselbe? Und diesen Moment auszunutzen, das geht einfach wahnsinnig leicht. Und so werden Facebook und Google auch zu Instrumenten politischer Propaganda. Wir haben das gesehen im US-Wahlkampf 2016, wir haben das gesehen beim Brexit 2016 und das ist schon 4 Jahre her. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel raffinierter, wie man das macht. Und es gibt mehrere, am meisten spezialisiert Russland, aber auch andere, die wahnsinnig gut drin sind, politische Propaganda über diese sozialen Medien zu streuen. In manchen Ländern vor allem über WhatsApp. Brasilien zum Beispiel, mit der Präsident von Brasilien, Bolsonaro, vielleicht einigen ein Begriff, ein nicht mal mehr am Rande des Faschismus angesiedelter Politiker, sondern tatsächlich, also eigentlich kann man schon sagen, Teile seiner politischen Position sind ganz einfach faschistisch. Und der hat zum Beispiel über WhatsApp gewonnen. Der hat darüber gewonnen, dass er über seine Gegner so üble Verschwörungstheorien verbreitet hat. Und in Brasilien kann man, wenn man eine WhatsApp-Kampagne macht, kann man Daten von Facebook nehmen. Das heißt, man kann sich dort holen die Daten, wo Leute am meisten zu treffen sind. Das ist schon übel. Vielleicht noch eins zu dieser Werbung auf sozialen Medien. Diese Werbung mit den Daten, die dort angesammelt sind, ist gefährlich, weil man genau in die Schwäche von Menschen reinziehen kann. Zum Beispiel gibt es so Kreditfirmen, die ganz genau auf Frauen gehen, die gerade ein Kind gehabt haben und die wieder in den Beruf einsteigen, verunsichern